Kaboom, kaboom, kaboom und hallo und herzlich willkommen zu Rear Screwed mit mir, dem Sunny. Und uns beiden. Hallo. Den beiden, die Geschütze mit sich rumtragen. Ja, heute wollen wir den letzten Teil der organischen Anomalie machen. Hoffentlich brauchen wir nicht wieder eine Stunde. Wenn wir irgendein Verbesserungsding haben, ne, wie zum Beispiel dieses Schrottifon-Ding, wir merken uns, das Ding kommt in die Mitte. Ja. Von allen Raumschiffen fand ich übrigens das, was wir letztes Mal genutzt haben, am besten. Also beim letzten Mal haben wir hier so einen Rotzeboss gehabt. Die Gegner haben Schilder offenbar eingeführt und jetzt heißt es Let's Go. Ich sehe gerade, Rico hat ein Auge verloren. Ist doch normal für Rico. Passiert mit der Explosion. So, ich pack das explosive Geschütz mal rechts hin. Du kannst die beiden ruhig verwerten. Und das Scharfschützengewehr, das ist links. Ja, wir brauchten halt irgendwas Explosives, deswegen habe ich das Geschütz mit einem explosiven Ding mitgenommen. So, probier mal den Abpraller aus. Kaboom. Warte mal, kannst du uns selber damit treffen? Kaboom. Kaboom. Wenn du doof zielst. Moment, dafür brauche ich einen. Dafür muss ich wirklich gerade nach vorne zielen. Warte mal, jetzt hast du eine gerade Bahn. Selbst wenn ich geradeaus schieße, lenkt der Scheißfelsen den ab. Zani kann uns treffen, das wussten wir schon. Aber das macht keinen Schaden. Na doch, aber nur sehr, sehr, sehr wenig. Okay, es ist, glaube ich, offenbar. Nee, wir machen uns keinen Schaden, du hast es gerade endlich geschafft. Man muss es ja mal ausprobieren, ne? Also, Kai, du hast einen abreinenden Scharfschützen-Modus. Have fun. Mal gucken, ob ich Aim habe. Das ist halt jetzt wirklich mit beiden Waffen, dass du Ultra Aim haben musst. Also mit dem Explosivgeschütz nicht unbedingt, aber mit dem Scharfschützengewehr. Du hast zum Glück noch einen Abpraller zur Verfügung. Vor allem musst du das Schiff dann ruhig halten. Viel Glück beim Treffen. Hier ist das Tor. Kannst du das. Ja, geil. Ich versuche so ruhig wie möglich zu fliegen, aber ich kann dir nichts versprechen. Breit es auch an denen ab? Moment, ich probiere das mal an die. Nee. Ja. Teilweise. Sobald der Gegner. Oh, dann könntest du ja sogar zwei treffen. Kai, ich kann nicht ruhiger stehen, ne? Okay, wenn du einen mit dem Laser hinrichtest von dem Scharfschützengewehr, dann trifft es auch den, der dahinter steht. Ich musste da weg. Ich sag ja, solange der Gegner da ist. Breit's ab und ansonsten geht's durch. Dann nicht mehr. Ja. Och, wisst ihr, was ich gerade vermisse? Hm? Außer, dass die meine Steuerung invertieren. Schrotti bis Kotti. Ja. Jetzt muss ich extra stehen bleiben. Na gut, das gibt. Jetzt habe ich eigentlich so ein Gameplay vor mir, wo ich ab und zu einfach stillstehen muss und stattdessen dann einfach irgendwas anderes mache. Ich lerne mal das Ding hier, ne? Oh, 50 Gold. Es ist so doof, dass ich dafür stehen bleiben muss. Aber die Waffe macht offenbar auch gut Schaden. Dafür, dass sie so kacke zu treffen ist. Den hat zum Beispiel instant hingerichtet. Den hat mit einem Schuss zerfetzt. Alter, ist das Scharfschützengewehr stark! Das kann sie ja one-hitten! Stand ja auch dran mit hohem Schaden. Ja, weil das zweimal hitten kann. Wenn du sie in einem Moment triffst, wo sie stehen bleiben, dann machst du doppelten Schaden. Also den, da solltest du richtig Schaden drücken. Egal was passiert, ich würde ja so oder so nicht durchpassen. Endlich kann ich mal ein bisschen was machen. Außer die ganze Zeit zu steuern. Wenn der Laser nicht so eine abgefaktor Abklingzeit hätte. Das war ein Ding, was ich vorhin hatte. Ja, aber dafür ist halt der Schaden immens. Also wir machen das halt gerade mit der Aufnahme genau nach der anderen. Lass das Ding ruhig in Ruhe. Wir haben kein Interesse an ihm. Ja komm, richte es hin. Er ist fast tot. Ja, deswegen fliege ich ja gerade nochmal zurück.
So. Hinrichten. Ich werde es bereuen. Alter. Was ist das da für ein Ding? Schieß mal drauf. Ich will zuerst die beiden Kleinen hinter uns loswerden. Drei. Es platzt. Es flippt. Was war das denn? Okay, das Ding muss man hinrichten, wenn man es sieht. Da kommen kleine nervige Biester raus, die ultra Schaden machen. Sunny, wenn du nichts zu tun hast, kannst du ja das Ding einmal leeren. Reich, wenn du es einmal triffst, Kai. Gerade habe ich was zu tun. Die Tür geht kaputt. Ich beschütze das Zeug. Rette die Pillen. Kannst das Ding ja mal leeren. Oh, hier ist wieder ein Event. Aber erstmal muss die Gruppe weg. Sorry, mein Raum sieht wieder aus, als hätte ich eine schwere Grippe. Vielleicht bist du ja in Wahrheit krank. Das Gute ist, wenn man es einmal eingeistet hat, geht's ja auch weg. So, warte, was ist das für ein Booster? Oh, mehr Laderaum. Das können wir ja vorübergehend mal hier hinpacken, bis wir was Besseres finden. Mehr Laderaum ist immer gut. Wir haben allgemein auf dem Frachter wenig Lader. So, was auch immer das ist, Kai, du liegst vor. Ah ne, das ist schön. Ist doch nicht dran. Dieser Asteroid scheint von einer giftigen intergalaktischen Ameisenkolonie befallen zu sein. Diese Spezies ist gefährlich. Wir sollten sie beseitigen. Ich habe ein Gift entdeckt, das wir gegen sie verwenden können. Okay, jetzt machen wir Ameisen kaputt. Wie steht ihr denn zu Ameisen, wenn ihr sie in der freien Wildbahn findet? Ich lasse sie in Ruhe, solange sie mich in Ruhe lassen. Richtig. Solange man mir nicht ans Bein pisst, pisse ich nicht zurück. Genau. Welche Ameisen mögt ihr am wenigsten? Die schwarzen oder die roten? Ich kann übrigens nicht weiß oder braun sagen, es gibt keine weißen oder braunen in Deutschland. Bevor mich irgendwer Rassist nennt. Wow. Wäre es dann nicht schwarz und weiß? Das war jetzt Rassist. Was denn? Nein, nein, unsere Farbe, also in Deutschland ist im Allgemeinen eher mehr so khaki. So braun. Alter, Vergewaltigung! So, Kai, du musst einmal freilegen. Da, das Gift. Okay, dann gehen wir mal die Ameisenkolonie vernichten. Ich hätte so gerne eine Schrotflinte. Ja, jetzt gerade hätte ich auch gerne so eine flächendeckende Waffe. Entweder in Rotz Kai noch rum oder er ist on fire. Sunny, wie kann man dir helfen? Raus. Wie kann man dir helfen? Ich komme nicht raus. In dem Feuer konnte ich den Teleporter nicht benutzen. Ah, scheiß auf die Dinger. Sunny? Also, Glückwunsch, die Ameisen sind vernichtet. Es kommen Belohnungen aus dem Asteroiden. Und jetzt belohnt uns ein Asteroid? Anscheinend. So, Zeug einsammeln. Tschüss. Ich sagte tschüss. Lasst uns doch mal in Ruhe. Ich gebe euch heute kein Autogramm. Sag mal, wie viel ist da gerade rausgeflogen? Gar nichts, weil nichts draußen war. Doch, da ist was draußen gewesen. Dann war es nur irgendein Schrott. Darauf geachtet, dass keine Pillen draußen liegen. Aber Schrott ist auch wichtig. War da nicht auch irgendwas Neues dabei? Ach, das hat keiner oben schon hingepackt. Was ist das? Ich war das, ich hab's oben hingepackt. Cyclotron, wenn du einen Gegner tötest, erhältst du Geld. Na gut, kann man ja nebenbei da haben, ne? Wir werden das hinterher wahrscheinlich eh wegschmeißen, aber zumindest eine weitere Geldquelle. Eben, bis wir irgendwas anderes haben, können wir das ja behalten. Boah, ist das anstrengend. Fürs Erste können wir es erstmal behalten. Wir brauchen echt eine andere Waffe. Wir brauchen eine Schrotflinte. Oder ein Laser. Caesar, wo bist du? Wir brauchen dich.
Wir brauchen einen Laden. Ja, der heißt doch Caesar della Ardenne. Da ist das Rare Schiff. Also wir kriegen das nie im Leben down, aber es ist da. Vielleicht bleibt... Mit den Waffen da. Mann, nee! Diese scheiß inventierte Steuerung, wenn die einen treffen. Ich hasse es. Ja, wenn die Grünen einen treffen. Die invertieren immer die Steuerung. Das ist so ekelhaft. Wenn auf einmal die Steuerung sich umdreht. Vor allen Dingen nicht mal so nach hinten, vorne ist hinten, sondern wirklich einfach random. Ja, du fliegst jetzt in diese Richtung. Ja, das Rare-Schiff ist weg. Nur dafür haben wir das explosive Ding dabei. Sunny, bitte mach auf! Also wenn wir da in der Ecke feststecken, ist es schön, wenn du da in die Ecke aufsprengst, wenn es schon möglich ist. Wir hatten halt echt gerade keine Chance, da durchzukommen. Du hast das explosive Geschütz, Sunny. Kai, kann ich dir helfen? Hallo? Nein, nein, alles gut. Ich frag mich hier gerade, warum redet keiner mehr mit mir? Weil ich konzentriert darauf bin, die Gegner aus dem Gefecht zu ziehen. Komm, bitte, lass da irgendwas Gutes drin sein. So, was haben wir denn hier? Ich guck sofort. Schurkenfalle. Die Station lässt einen von Weltraumnachrichtendiensten gesuchten Schurken erscheinen, wenn sie aufgebaut wird. Und dann jeweils einen pro Level nach dem Wurmloch. Zerstöre sie, um eine Belohnung zu erhalten. Ja, komm, kann man nehmen, ne? Ja, auch wenn wir müssen wir gucken, ob wir das Schiff dann kaputt kriegen. Wenn es nicht abhaut, sollte es doch möglich sein. Also irgendwo ist jetzt so ein Mega-Gegner. Unten ist so ein Puste-Ding, macht das sofort kaputt. Danke, das hat gerade eben so ultra genervt. Ah, guck mal, es wird sogar auf der Karte angezeigt, wo der Gegner ist. Ja, weil wir jetzt nah genug dran sind. Eben wurde er noch nicht angezeigt. Erstmal reparieren. Weißt du, jetzt haben wir mal richtig viel Kohle und dann kommt dieser Laden nicht. Kommt bestimmt noch. So, Leute, jetzt ist ein Krieg angesagt. Also nicht die da. Aber macht die mal vorher fertig, bevor wir zu denen gehen. Das war knapp. So, der da ist unser Gegner. Au! Ich warte gerade noch ein bisschen mit der Tür, dass sie das Feuer erst löscht. Kai, du hast freie Bahn. Ich glaube, ich habe ihn. So, ich habe bei Sunny mal eben kurz repariert. Was hat er hinterlassen? Das Goldene da auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ein Geschütz sein. Kannst du mal mit dem Besen hier runterkommen? Hier ist echt viel Rotze. Sunny? Ich glaube, der hört uns nicht. Oh, was ist das denn? Wir haben ein neues Geschütz auf jeden Fall. VGWW. Feuert ein großes Projektil, das alles beschädigt, was ihm in den Weg kommt. Und alle Ziele in Reichweite. Pack mal dein Ding weg, Kai. Du kriegst was Neues. Der andere ist AFK. So, hört ihr mich wieder? Ja. Ich habe gerade versucht, ich konnte gerade schlecht mein Headset wieder einstecken. Mein Headset ist leer gegangen. Pack an! Mach weg! Ihr habt mich nicht gehört. Mach weg! Die ganze Zeit. So, hier, neues Geschütz für dich. Ich habe die Situation, mein Headset wieder einzustecken. Deswegen habe ich die ganze Zeit nichts gehört. Ich hau erstmal ab. Sunny, kannst du dich ans Reparieren setzen, bitte? Klar, bin dran. Geh mit einem Besen da unten hin. Musst du auf. Ach, das ist das neue! Das ist das neue Ding! Ja! Da musst du aber immer zwischen die zielen. Kai, du hast die neue Waffe! Das Ding da hinten. Weg, 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 weg!
Rohr braucht das Ding lang zum Aufladen. Aber dafür macht es offenbar gut Schaden. Vor allen Dingen trifft es ja alle, die da drin stehen. Hm. Das ist ein richtiger Gruppenschlechter. Guck mal, jetzt hast du endlich was zum Gruppenkillen. Vor allen Dingen, du musst bedenken, es gibt noch eine verbesserte Version davon. Stell mal vor, wir hätten das Viech bei dem Schrottwurm gehabt. Alter, der wäre so RIP. So, einsammeln und weg. Gruppe. Viel Spaß, Kai. Ah, verdammt, das Ding braucht ewig zum Aufladen. Okay, maximal 4 trifft es, soweit ich das gesehen habe. Hm. Ich bin schneller! Ich würde dir helfen, Sunny, ne? Aber ich kann nicht. Bestimmt ist einer in der verbesserten Version, dass das Ding schneller lädt. Ich hatte ihn zumindest mal dem Feuerlöscher entgegengebracht. Danke. Aua, kannst du dich bitte nur um dieses Gruppending da kümmern? Den Rest könnten wir doch ignorieren. So, ich sammle den Rest ein, der hier liegt, und dann bin ich weg hier. Ich kann das Ding offenbar übrigens nicht stoppen, also du kannst einen Scheiß auf mich geben, wo ich stehe. Alter, wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? 24 Minuten. Wenigstens können wir jetzt endlich mal reparieren. Ach du, was mit den... Ich wusste nicht, wo der liegt. Ja, den hatte ich in der Hand. Na, vielen Dank auch. Ich habe nur den Besen geklaut. Der Besen so, ist mir egal. Ich nehme den mal, du bist da drüben ja fertig. Was haben wir jetzt überhaupt als Belohnung dafür erhalten? Also beim Boss können wir das Ding übrigens safe abmachen. Bei der Schurkenfalle, für die Schurkenfalle haben wir das Bauding da bekommen. Das Bauding? Die schöne Waffe. Ach so, ach, dann hat sich das Ding ja richtig gelohnt. Oh, guck mal, da unten ist der auch. Goosebumps. Bin ich jetzt im richtigen? Ja, ich bin im richtigen. Oh, Kiste. Keine von den Guten, aber eine Kiste. Oh, eine Überraschungskiste. Was ist denn drin? ZR. Sunny ist ein Glückspilz, habe ich gehört. Oh, guck mal, der Schlüssel ist ja geschenkt. Hat kurz aufgeladen. Oh, wenn die ja dem Ding auch noch hinterherfliegen, das macht gut Schaden. Und das ist ja nur die schwache Version. Ich liebe es. Ich trigger mal eben kurz das Böse. Böse? Ja, mit das Böse meinte ich den da. Böse. Unsere Pillen wurden rausgepustet. Jo. Fenster! Ich musste Fenster reparieren. Ja, alles gut. Sonst kann ich die Pillen nicht holen. Okay, scheiß mal kurz auf die Pillen. Da unten ist vor allen Dingen Caesars Laden, ne? Wir könnten uns endlich was kaufen. Könntest du dich bitte nicht so drehen, wie ich fliegen will, du Scheißteil? Der hat sich genau in die Richtung gedreht, in die ich abdrehen wollte. Och, nur nicht das Ding schon wieder. Weg, 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 weg. Ich versuche schon so ruhig wie möglich zu fliegen. Okay, muss wieder abhauen. Sunny, reparier bitte. Ja, bitte, wir haben nur 3 Punkte Leben. Wir sind gleich tot. Reparier, ignoriere alles andere. Ja, aber dadurch kriegen wir halt auch noch mehr Schaden. Also.
Wo schon Schaden ist, kann ich noch mehr entstehen. Ich fliege ja, gerade durch ein paar Pillen. Schmeiß die Pillen rein, wir haben 3 davon. Könnte man der durchkommen, von dem ich mir gerade wünsche, dass er durchkommt? Oh, Double Kill, Kai! Double Kill. Es bewegt sich nicht! Können die mal bitte breitere Gänge machen? Mir sind die Gänge hier ein bisschen zu dünn. So, wir gönnen uns jetzt was, okay? Irgendwas Gutes wird dabei sein. Hoffentlich. Wir nehmen Staubi auf jeden Fall mit, habe ich gehört. Dann haben wir schon mal eine Sorge weniger. So, wir haben einen Bremse-Hamsterrad, absolut Rotze, das normale Hamsterrad. Und das Drohnengeschütz. Wir müssen aber vorher noch mal was verschrotten. Aber dann können das wir das Drohnen. Das kriegen wir wohl hin. Oh. Nicht, wenn sie das Laden zumacht. No. Aber hey, wir haben zumindest jemanden, der jetzt die Rotze entfernt. Ja. Ja, das andere Zeug vermisst. Oh, das hier hat der Typ hinterlassen. Berserker. Je schlechter der Zustand des Schiffs, desto mehr Schaden. Ja, ist besser als Laderaum. Wäre gerade eben ganz gut gewesen, dann musste ich Sniper ja wirklich one-hitten. Das ist halt einer in der Punkte, der so viel Zeit frisst, wenn da so eine Armee ist. Ich steck fest! Du warst in unseren Roboter, glaube ich, drin. Ja, der Roboter konnte sich nicht bewegen, glaube ich. Deswegen war ich auch stuck. Macht unser Roboter auch irgendwas? Der mag den Feuerlöscher nicht. Der Feuerlöscher macht den Roboter kaputt. Du darfst mit dem Feuerlöscher nicht den Roboter treffen. Na, ich hab gesagt, das getan. Lieber treffe ich den Roboter und der geht dann kurzzeitig nicht, als das... Nee, ich glaube, der kann davon endgültig kaputt gehen. Ich glaube, so ist auch unser Schraube in der letzten Folge kaputt gegangen. Möglich. Genau, mach den damals. Ja, die Waffe ist geil. Oh, ja. Ich sehe das Böse. Oh Gott, ist hier viel los. Ich behalte einfach mal den Schraubenschlüssel in der Hand. Ich mach Flucht. Ich geb Fersengeld. Kai, du machst das schon. Ich glaube an dich. Herausforderung. Und jetzt hast du sie doch noch. Ich glaube, dadurch können die anderen uns nicht mehr folgen. Oh fuck. Du machst das, Kai. Diese Ladezeit ist so nervig. Aber dafür macht das Ding übelst Schaden. Also an Einzelnen nicht, aber wenn du da eine Gruppe hast, ist der Schaden immens. Das ist ungefähr das, was du mit einem Sniper im Einzelnen machst. Jetzt ist nur noch einer da. Ignorier die Dinger an der Wand, die verschwinden eh. Weltraumpocke? Okay, du brauchst dich nur auf den da unten konzentrieren. Solange ich nicht an die da oben ranfliege, sind die uninteressant. Alter, braucht er lang zum Schießen. Großer infizierter Schrotzschütze. Rotzschütze vor allem. Oh, Käse. Alter, wie viele Knochen da liegen. Ja. Ich glaube, du hast den Gruppentypen auch gerade noch hingerichtet. Der war, glaube ich, irgendwie da noch zwischengekommen. Ich kann den finishen. Ich finische den hier unten. Du machst den da hinter uns. So. Hör auf, dich zu bewegen, du Mistvieh. Okay. Ich bewege mich ja schon nicht mehr. Du warst nicht gemeint, der kleine Schrottwichtel war gemeint. Na Kai, brauchst du einen Kauknochen? Weißt du, wie ich drauf komme?
ob du Kauknochen brauchst. Geil, Farbe, die Knochen. Endlich mal eine Kiste, wo man was ausgeben kann. Gab ja Ewigkeiten keine mehr. Irgendwas Nützliches war da schon drin. Raus hier. Kann man ja gleich angucken, wenn wir in der Intermission sind. Ach, der Torpedo. Tausch das gegen dein Geschütz aus am besten. Das Explosionsgeschütz, das ist ja ultra kacke. Ich hab's halt nur mitgenommen, damit wir irgendwas Explosives haben. Kanragu! Kanragu. Und da oben ist der Markt. Macht's kaputt! Macht's kaputt, bevor sie Eier legen können! Pickelbomber! Ah! Warte mal, ich trigger mal eben kurz den da. Können wir den Wesentlichen wenigstens isoliert töten? Oh, er bewegt sich nicht, Kalt. Und durch den Ring weißt du, wo du hinziehen musst. Geil. Ja, ja, ich bin ja dabei. Brauchst du ein Lineal? Ich komme nicht dran. Nee, für mich ist er zu weit weg. Er ist fast tot. Oh, wie gerne hätte ich diesen Verteidigungslaser die ganze Zeit, ne? So, jetzt kommt die Armee. So, ihr macht mal kurz. Wir gucken, was wir da gesammelt haben gerade. Was ist das denn schon wieder? Oh, der Minenwerfer, Fanny? Du kriegst was Neues. Ja. Cool. Hol's dir. Wir sind fast tot. Wenn ich einmal nicht am Steuer sitze, sterben wir. Ja gut. Sunny, Reparatur ist gerade wichtiger. Der Minenwerfer ist übrigens auch eine der neuen Waffen, die mit dem Update reinkamen. Oh, rein damit. Nimm dir mal die Pille. Super. Irgendwie hat er sie gerade nicht geworfen. Wie viel Schaden macht ihr denn überhaupt an uns? Oh Gott! Ach, nicht viel. Mach mal eben kurz da auf. Oh, falsche Taste. Der schießt ja nicht besonders weit. Musst du gedrückt halten? Nee, hab ich grad probiert. Aber hilft nicht, der legt halt nur eine Mine aus. Sunny! Hier! Bin dran. Ich muss mal an den ganzen Knochen hier vorbei. Wo soll ich hin? Ich muss gerade nicht wohin. Alter. Putzi, tu deinen Job. Eigentlich wäre es besser, ich nehme den Putz. Ich glaube, der ist gar nicht dort. Ich mach mal eben kurz den Putzi. Wo ist Putzi überhaupt hin? Ich glaube, Putzi ist tot. Nee, der ist da unten. Der unterhält sich gerade mit dem Schrotti. Guck, ich weiß, was der für ein Problem hat. Guck, der will das vom Feuerlöscher wegmachen, aber er kommt nicht dran. Ah. Das war das Problem. Okay. Okay, Feuerlöscher nicht reinschmeißen, wenn der Putzi da ist. Der hat sonst dann nur geistige Probleme. Oh, ich würde gerne die Kiste da mitnehmen. Na, verdammt, es tut mir leid, Kai. Kannst du mir aufhören, meine Türmer im Internet wegzunehmen? Entschuldigung. Da oben reparieren, dein Turm war halt im Weg. Warum sind hier so viele von den Dicken? Wenigstens tickt das gerade gut.
Wieso haben wir so viele? Weil du rumfährst wie eine besenkte Sau und alles an. Ich war gerade gar nicht am Steuer. Ich war gerade gar nicht am Steuer. Oh, wieder niemand Neues. Sie haben mich eingesperrt. Viel Spaß, Kai. Ich muss gerade das Schiff versuchen, am Leben zu halten. Ja, jetzt hast du ein bisschen Zeit. Jetzt sind hier nicht mehr so viele Leute. Du kannst auch eventuell jetzt endlich mal die ganzen Knochen loswerden. Wir haben nur zwei von außen mitgenommen. Ich helfe dir, weißt du, wo wir gerade so viel Ruhe haben, helfe ich dir mal die ganzen Knochen hier loszuwerden. Die stehen nur im Weg. Fenster. Ist ja gut, behalt den Schraubenschlüssel. Das ist ja ehrlich ganz cool, aber ich bin immer noch eingesperrt. Komm runter, befreie mich. Bitte ein zweiter Schraubenschlüssel. Die geben ja einen immer noch was nebenbei. Aber hey Leute, wir haben Martin gefunden. Ein zweiter Feuerlöscher. Wir können auf jede Seite einpacken, Leute. Erledigt. Sammeln wir den Loot ein. Und tschüss. Bin weg. Bruder muss los. Oh, das Ding hat uns gerade geboostet. Oh. Hier ist wieder was zum Mitnehmen. Ich würde da gerne rein, aber da stehen gerade nicht so viele Leute. Den Laderaum umziehen. Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nee, das haben wir doch gerade eben erst abgemacht. Die haben wir eben erst verschrottet. Stimmt, die war das. Ich weiß nicht wohin. Und ich weiß jetzt schon, dass die Kommentare sich darüber lustig machen, was ich gerade gesagt habe. Alter! Hört auf und zu mir rammeln! Und darüber werden sie sich auch lustig machen. Das haben sie sich beim letzten Mal schon. Ganz schnell mitnehmen. So, warte. Autoscharfschütze? Und was ist das? Superlaser. Oh, die Entscheidung ist gerade ultra schwer. Ja. Was nehmen wir? Superlaser oder automatisches Scharfschützengewehr? Also, wir sind nur drei Leute. Einer wird sich um uns reparieren kümmern müssen, was wahrscheinlich ich bin. Kai wird schießen, du wirst fahren. Es wäre wahrscheinlich gut, wenn wir noch ein bisschen mehr Feuerkraft hätten mit dem Autoscharfschützengewehr. Aber einen Superlaser, den können wir verbessern. Das Ding nicht. Das ist wahr. Vor allem, der wird ultra Schaden machen. Dann hätte er keine richtig starke Waffe für Einzelgegner. Dann nimm den Laser und schmeiß mein Scharfschützengewehr raus, weil das Ding ist sowieso extrem nervtötend zu steuern. Vor allem den Super Laser, das klingt auch so, als ob der richtig fett ist. So, wir müssen Kai jetzt. Ihr müsst Kai jetzt unbedingt sofort den Laser dran packen. Ich muss wegfliegen. Und ich fliege übrigens nicht wie eine besenkte Sau. Boah, dass wir das überlebt haben. Jetzt wird hier aufgeräumt. So, warte mal. Ich tausche mal das Ding jetzt hier aus. Moment, da ist ein Schrotti. Ihr könnt euch den Schraubenschlüssel übrigens abgreifen. Oder so. Ja, ich habe den Schraubenschlüssel nicht, den hat der andere gerade. Ich würde aber sagen, ich lasse das Scharfschützengewehr trotzdem mal hier, weil das können wir ja später, wenn wir beim Boss sind, da oben rechts hinpacken. Dann hinten hat Sunny noch eine starke Waffe nebenbei. Wenn da gleich nichts mehr ist. So, Kai, du hast da jetzt einen Superlaser. Keinen normalen Laser, keinen Einschusslaser. Du hast einen Superlaser. Und du hast einen Mehrfach-Laser-Dingsbums. VGW hieß das ja. Ach, guck mal, du kannst das instant abpacken da rechts. Ja, komm, dann kann das eine Ding hier weg, dann kannst du da das Scharfschützengewehr noch dran packen. Alles klar. Kai? Okay, der Superlaser, der macht Bums. Ich brauch nicht mehr Antrieb machen, das macht Kai. Ist das geil.
Der große Stecker fehlt hier auch. Dieser Ort scheint leer zu sein, aber das kann nicht sein. Ich habe eine starke Energiequelle in der Nähe entdeckt. Wir haben Gesellschaft. Vielleicht nähern wir uns dem Dieb. Ah, okay, Gegnerwellen. Warte mal, probier doch mal den Laser erstmal an denen aus. Wir müssen doch auch mal wissen, wie viel Schaden das Ding macht. Wir sind sowieso zwei Schilde bei. Alter! Alter, ich muss gegen den Laser anstecken. Du hast, glaube ich, trotzdem mehr Kraft als ich. Du hast mehr Antriebskraft als ich. Du willst das neue. Du willst das neue Lenkteil. Du fährst jetzt. Ich komme nicht an den Schildgenerator ran, ne? Ich auch nicht. Kacke. Jetzt. Okay. Schützt sie sehr gut dadurch, dass die anderen drei um ihn rumhängen. Bedenken, dass ich schwer gegen den Laser steuern kann, ne? Wir haben ihn. Oh, Alter, ist das super Laserstar. Vor allen Dingen, wie lange kannst du damit schießen? Ja. Alter! Wie lange kann ich schießen? Ja. Und ihr wolltet das automatische Scharfschützengewehr erst. Ich hab gesagt, ich will den Laser. Also, ach gut, jetzt ist der Boss Schildgenerator. Es ist so schwer dagegen anzustinken gegen deinen Laser, ne? Genau, Sunny, mach mal Reparatur. Wir haben hier einen, der Ultra Damage stiehlt. Das Einzige, was den Laser absolut stört, ist, wenn du das Schiff verdreht. Mach mal erstmal den da Platz. Danke. Um Gottes Willen! Wann haben wir das Spiel gewechselt? Warum ist es jetzt auf einmal Bullet Hell? Kai, und jetzt auch noch mit Verteidigungsbrecher auf dem Laser vorstellen, ne? Dann wär's broken. Alter, Alter, warum sind denn hier so viele Verlangsamungsfelder? Obwohl, in denen kannst du in Ruhe und Fliehen schießen. Kannst uns nicht so wegdrücken. Kann uns nicht wegdrücken, der hat uns gerade über die halbe Map gejagt. Weg, 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 weg. Der ist so weit weg. Der nicht mehr. Ja, du kannst uns nicht wegheaten, während wir in diesen Feldern sind. Der linke ist fast tot. Ich laser die jetzt beide, oder ist... Aua. Oh, da sind jede Menge Kleine mit rausgekommen. Oh, warte, jetzt kannst du doch das andere Ding nehmen. Die können sich in den langsamen Feldern auch so... Ach, warum ist der genau da rein? Das hätte ich auch gerade gefragt. Oh, ich sehe, was der Grüne da kann. Der macht, dass die... der kann richtig schnell diesen Angriff machen. Das ist sein Vorteil, die greifen schnell an. Oh ja, das tickt so schön. Genau dazwischen, ja. Weißt du, was mir auch gefällt an der Waffe? Die hat kaum Rückstoß. Im Gegensatz zum Laser, der man eben den eigenen Antrieb gibt. Du, geh mal kurz da weg. Ich hab mal eben kurz den Roboter hier kurz entfernt. So, jetzt kann er meinetwegen den Job hier wieder machen. Die sind ja richtig schnell. Warte mal, kannst du diese Türme da kaputt machen überhaupt? So, der erste. Die geben nur, wenn sie in der Nähe sind, Schutzschild. Ihr müsst das Ding da unten mal einmal kurz kaputt machen, dann versuche ich auf der rechten Seite zu bleiben, okay? Ja, oder du fährst halt höher, dann fährst du halt außerhalb der Range. Ja.
so passt es. Ich muss halt auch noch gegen Kais Laser anstinken. Den dann. Kai hilf. Ach, Kai. Sunny, hilf mal dem. Kai. Obwohl, nee. Nee, ich muss gerade reparieren. Mann, lasst mich durch, ihr hässlichen Dinger! Alter! Ja, ich komm nicht durch! Die machen gerade Gruppenkuschel mit mir! Ich komme hier nicht weiter wegen den ganzen Knochen, das ist ein Problem. Ah, mein Laser ist. Er hat meinen Laser abgebaut. Ach, so Mann! Bereit. Sunny! Hör auf, den Kai zu trollen! Danke, dass du geholfen hast, dass ich von dem wegkam. Das war jetzt nicht so gut. Sunny, du hast jetzt gerade einen Dauerjob. Ja, ich merk's. Ich versuche gerade schon so zu fliegen, dass du zumindest den Schildtypen jetzt endlich mal wegretten kannst. Nee, ich muss weg. Kai, gib mir Turbo! Gib mir Turbo! Das war gut! Sunny, nimm den scheiß Schraubenschlüssel in die Hand! Wir haben nur einen Ticken! Mit dem nächsten Treffer sind wir tot! Kai, warum hast du nicht auf den Schild gezielt? Weil ich uns aus der Ecke rausbringen wollte und ich eh nicht an den Rand komme. So, wir haben jetzt wieder Leben. Ich versuche näher zu kommen. Na gut, sagt sich so leicht. Die stehen aber auch immer im Weg. So, jetzt kannst du die wenigstens kaputt machen. Oh Gott. Ja genau, Sunny, konzentriere dich am besten jetzt gerade wirklich nur aufs Reparieren. Ja. Der Schildtyp, der hat aber auch so übelst genervt gerade. Der war richtig anstrengend, weil der sich immer hinter seinen kleinen Kompagnons versteckt hat. Der da ist ein Witz. Ja, der ist nur gefährlich, wenn du hinter ihm kommst und in seinem Schleim stecken bleibst. Vor allen Dingen den Geschossen kann man auch richtig einfach ausbrechen. Das war anstrengend. Aber auch nur wegen dem Schildtypen war das anstrengend. Ja. Kapseln, glaubst du, wir können Energiekapseln auch selbst auffüllen? Weil wir ja so viel zwischen Universen hin und her gereist sind. Das wäre schön. Verbrennt einfach mal die ganze Seite. Ja, egal. Ja. Liebe Multiversums- und Kundende, ihr habt euch mutig in Boston gestellt und das Early Access Abenteuer abgeschlossen. Aber das Multiversum ist noch nicht sicher. Es gibt noch viel zu entdecken und freizuschalten. Mehr folgt bald. Da hört ihr es. Die nächste Stage, die ist noch in Arbeit. Codex wird dann übrigens auch wahrscheinlich da sein. Ach, wir hätten noch die Knochen verarbeiten können. Egal. Ach, schon wieder eine Stunde. Schon wieder eine Stunde. Ich bin der Vielflieger, 2460 Sekunden bin ich geflogen. Was macht denn dieser Knopf? 29 Projektile abgeschossen. Gravierender Schaden. Ich finde den Erfolg von Sunny richtig geil, wie der allein schon heißt. Manu, ich hätte gerne noch einen Gegner mehr gehabt. Jetzt hast du eine ekelhafte Zahl, ne? So eine richtig dämliche Zahl, die braucht keiner. Ey, mich interessiert es aber wirklich, ob man hier den Superlaser auch diesen Verteidigungsbrecher geben könnte. Außerdem dieses, bei dieser einen Waffe, die wir jetzt neu bekommen haben, will ich wissen, was kann da noch drauf? Okay, Durchdringender, Flummi und Verteidigungslaser. Tatsächlich, der hat einen Verteidigungsbrecher. Nichts von den Waffen kaufen, weil können ja eh momentan nichts weitermachen. So, wo ist denn das Ding? Wir haben das definitiv eingesammelt. Wir haben es ja sogar die ganze Zeit genutzt. Wo war doch der Laser? Superlaser, da. Nee, nicht der Superlaser. Ich suche das VGW-Ding. Ach so. Irgendwie ist es hier nicht mit runter. Salvengeschütz? Vielleicht gibt es das auch nicht im Besser. Vielleicht konnten wir deswegen den Drohnenwerfer und das andere nicht haben. Der Minenwerfer ist ja auch nicht hier dabei. Vielleicht gibt es für die noch keine Verbesserung und deswegen sind sie nicht drunter. Möglich. Möglich.
Na gut, Leute. Mal kurz gucken, hat sich hier irgendwas noch verändert? Nicht, dass ich sehe. In Reihe und Glied aufstellen, Männer. Ist das Schleimrohr neu? Ich glaube, das ist zumindest neu. Ja, Leute, das war Rias gut fürs Erste. Wir können erst weiterspielen, wenn das Update rauskam. Also, dass Stage 3 dazu kommt. Ich hoffe, ihr könnt bis dahin warten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ciao.